Wir von Mehr Demokratie meinen, nicht wählen, es ist keine Option. Aber man sollte sich natürlich vorher auch informieren. Und deswegen kooperieren wir vor der Oberbürgermeisterwahl mit Abgeordnetenwatch. Jeder kann ins Internet gehen und dort seinen Kandidaten oder seine Kandidatin befragen oder nachlesen, welche Positionen sie haben. Und dann am 13.09. gut informiert zur Wahl gehen. Quasi jetzt geht's los. In dem Moment ist die Plattform freigeschaltet für alle Bürgerinnen und Bürger, um die über 70 Kandidierenden in den 13 Großstädten befragen zu können. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie Sie da reinkommen. Am besten über die Startseite einfach abgeordnetenwatch.de eingeben. Dann gibt es hier einen großen Banner Abgeordnetenwatch zu den Oberbürgermeisterwahlen. Und dann klicken Sie sich da rein und dann kommen Sie auf diese Portalseite. Über die Portalseite können Sie dann einfach über die Postleitzahl in Ihre Stadt kommen oder Sie wählen einfach die Stadt unten aus, wenn Sie jetzt nicht für jede Stadt die Postleitzahl parat haben. Warum machen wir das Ganze? Wir finden es wichtig, dass in der Demokratie der Kontakt zwischen Politikern und Bürgern möglichst gut ist und dass es also keine Distanz gibt zwischen den Leuten. Und deswegen bieten wir zu Wahlen immer die Möglichkeit an, dass man die Kandidierenden vor der Wahl befragen kann. Und so kann sich sozusagen jeder persönlich ein Bild machen davon, was das für ein Kandidat ist, wofür der steht und eben, ob der auch die eigenen Interessen vertritt oder vielleicht Interessen von jemand ganz anderem. Die Wahl am 13.09. ist eine Personenwahl. Das heißt, wir wählen einzelne Personen, die dann als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin die Stadt nach außen vertreten, die Verwaltung leiten und auch die Ratssitzungen moderieren. Alles in allem ein ziemlich wichtiger Job, weswegen man die Wahl am 13.09. nicht verpassen sollte. Wer nicht zufrieden ist mit dem, den er da gewählt hat, der kann ihn hinterher auch wieder abwählen. Das sieht die Gemeindeordnung vor und wer mit einzelnen politischen Entscheidungen nicht zufrieden ist, der kann mit einem Bürgerbegehren dagegen vorgehen. Das heißt, die da oben können nicht einfach machen, was sie wollen. Auch wenn wir unsere Stimme abgegeben haben, ist sie nach der Wahl nicht wirklich weg. Aber jetzt heißt es erstmal, den richtigen Kandidaten auszuwählen. Und wer sich darüber informieren will, wer der Richtige ist, der kann das eben im Internet auf abgeordnetenwatch.de herausfinden.